Manchester, September 2022. Around 2,000 of the world's most important young leaders gather at the city's Congress Centre at One Young World to discuss the future. They travel to England from a total of over 190 nations to work together for a better world. The participants intensively discuss the topics of sustainability, health, gender equality, ethical leadership, and the world's oceans, trying to find solutions together for future generations. Among the Congress visitors are 10 employees of Audi AG, 4 participants from Bentley, and 15 scholarship holders from the Audi Environmental Foundation. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, über seinen Tellerrand und die tägliche Arbeit hinauszuschauen. Und ich glaube, One Young World bietet die einmalige Chance, Menschen kennenzulernen, weltweit aus verschiedenen Regionen mit ganz verschiedenen Themen, eigene Startups und so weiter. Und ich glaube, das hat man nur hier. Die Geschichte von Nunam und der Rikscha, die wir hier sehen, ist die Erfolgsgeschichte, die man sich von One Young World erwünscht. Ein junger Scholar kam mit seiner innovativen Idee auf uns zu, Batterien mit einem zweiten Leben, einem sozialen Zweck zur Verfügung zu stellen. Und über mehrere Jahre hinweg haben wir das Ganze entwickelt und dieses Jahr auf der Bühne präsentieren können. Das ist der Ort, wo sich junge Pioniere mit Vertretern der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft treffen, um über die großen Fragestellungen der Welt zu diskutieren und um mögliche Lösungen zu suchen. Diese jungen Leute wollen die Welt verändern. Und die Werte von One Young World passen hervorragend zu den Audi-Werten. Also für unsere Stiftung ist es natürlich eine tolle Chance, alles, was wir mit der Stiftung machen können, hier auch auszuspielen. Wir fördern junge Menschen mit ihren Projekten. Wir haben dann zusätzlich Projektpartner in der Zukunft und wir können diese verknüpfen mit Audianern. Und wir haben, das ist natürlich das Wichtigste für uns, dann auch neue Projektpartner. So Glass Half Full recycles glass in New Orleans, Louisiana into sand and gravel that we use for new glass products, construction, landscaping, and most importantly, coastal restoration. We have already planted 230,000 trees. Actually, last year we planted 140,000. And like, we have great dreams for the future. We encourage people to see that there is a problem in their community and that they can be a part of the solution, and that waste and trash in general isn't something we should ignore because it creates a huge health risk to our communities and it also degrades the environment that we rely on.